Könntest du mir bitte endlich sagen, warum du vorhin unbedingt wissen wolltest, wie sportlich ich bin? Hä, wie bitte? Ach, typisch Hexe. Erst Hexe machen hier und dann nicht in die Gänge kommen. Ach, da wollen wir doch mal sehen, wie schnell du gleich in die Gänge kommen wirst. Ja, am besten in die Ausgänge. Wo ist er denn? Sehr witzig. Ja, finde ich auch. Aber jetzt mal im Ernst. Warum wolltest du denn wissen, wie sportlich ich bin? Weil wir beide ein Fitnessvideo drehen werden für den neuen Hexensender Simsalabim 1. Sehr witzig. Ja, das wird es bestimmt. Ja klar, nur allerdings so nimm mich. Ich mach doch nicht die Tanzbären für ein paar überdrehte Aerobic-Hexen. Ach, dann wollen wir doch mal sehen, wie dir das hier gefällt. Grüner Saft und Dilettant. Aus Hugo wird ein Elefant. Das ist gut. Kannst du nur? Das ist ja eine Elefantenschande, ist das? Was ja, du hast recht, das ist wirklich eine Schande für jeden Elefanten. Hör auf, mich zu beleidigen. Verwandle mich wieder zurück. Bitte verwandle mich zurück. Verstanden? Nur wenn du mir versprichst, dass du bei meinem Fitnessvideo mitmachen wirst. Versprochen, aber jetzt mach endlich. Na schön. Und während ich jetzt meine Videokamera hole, kannst du dich schon mal aufwärmen für die Probeaufnahmen. Hast du mich verstanden? Ja, aufwärmen. Die Kurbel werde ich kratzen am besten. Das macht doch am liebsten. Vielleicht kriege ich auch Hilfe vom Tobias. Hallo, Tobias. Hallo. Grüß dich. Kannst du mir hier nicht irgendwie raushelfen? Ja, klar kann ich das. Ja, wie denn? Ja, indem du ein tolles Spiel mit mir spielst. Ja, genau. Ganz viele Punkte machst. Und dann vielleicht sogar den Superpreis noch holst. Dann komme ich hier wieder aus diesem Verlies raus. Tobias, ja? Du machst Judoka. Ist das sowas ähnliches wie mit Legosteinen spielen? Naja, nicht ganz. Also, was ist denn das? Ja, das ist, wenn du Judo machst und dabei ein Kämpfer bist. Wow! Bist du so ein kleiner Chuck Norris, oder wie? Naja. Wow! Doch, so, das not toll. Hallo, hallo! War ich gut? Wow, so, da. Ja. Klasse, ne? Hast du denn auch so einen Gürtel? Ja. Ja, ich hab den blauen. Guck hier oben, da. Siehst du? Und welchen hast du? Ich hab gelb-orange. Wow, ein gestreiften. Das ist ja klasse. Hast den gelben und den hast du in Holland gekriegt. Da wurde er orange. Okay, Tobias. Pass mal auf, wir gehen jetzt zusammen spielen. Das heißt, dafür musst du aber deinen Judo-Anzug ausziehen und die Badehose anziehen. Wir gehen mich jetzt schwimmen. Jo. Guck mal hier. 4, 6 und 8 sind die Tasten. 8 weißt du zum Luft holen. Ist klar, ne? Rauf, runter und so. Und ab geht's, das Spiel kennst du. Den Hörer aber weglegen, ja? Ja, aber du musst kräftig drücken auf die Tasten. Ja. Aber ich helfe dir trotzdem. Vielleicht hörst du mich ja. Ich kann hier auch unter Wasser reden. Über! Ja, klasse. Bin ja froh, dass er nicht gleich alles weggelegt hat. Nein! Oh Gott, war das knapp. Mann, nein! Nicht auf den Krebs, Tobias! FS, falsche Seite. GSB, ganz schön blöd. Oh la la. Rüber in die Mitte. Ja, wieder links, links. Ja. Ja, rechts, sechs. Ja, klasse. Wow. Rüber in die Truhe mit. Klasse, pass auf, der Fisch. Nicht in den Fisch, in den Fisch. Nicht in den Fisch. Gott. Rüber. Ja, vorsichtig. Noch nicht rübergehen. Jetzt. Ja, Tobias, Gottchen. Oh Gott. Rüber in die Mitte. Oh, Tobias. Kapsel Luft, die Kuss. Ja, toll. Rechts um die Kurve. Und wo bin ich denn hier? Gott, da sind wir wieder. Tobias, ja? Stark gemacht. Hier ist der Punktestand. Klack. Ah, fauler Sack auch noch. Oi. Wow! Immerhin 550 coole Punkte für dich, Tobias. Stark gemacht. Und ich rieche nach Fisch. Na toll, hier ist dein Preis. Auspacken und loslegen heißt die Devise, denn du bekommst von Revell das ultrastarke Airbrush Alpha Set und ein super Video, das dir alles erklärt. Viel Spaß bei deinen Malkünsten. Cool. Super. Wahnsinnig stark. Wurdest du da nicht zu Hause angefeuert? Ja, normalerweise schon. Wer ist denn bei dir im Hintergrund? Wer ist denn bei dir im Hintergrund? Mein Bruder. Der ist aber ganz schön still geworden, was? Ja. Der bewundert dich jetzt, weil jetzt hast du die Chance, die Punkte zu verdoppeln, zu vervierfachen. Alles in der Schatzkammer. Machen wir mal, komm.
Da ist das Kämmerchen. Guck mal, so muss der Schlüssel aussehen. Siehst du das? Hm. Musst du mal gucken, das kann man auch erkennen. Ah, ich glaube, ich gebe da mal einen Tipp ab. Und? Ja! Tobias! Vierfach! Gott, was ist denn das heute für ein Tag? Ist ja Wahnsinn! Cool. 2200 Punkte! Tobias, ist ja mega cool, ist das! Was machst du denn heute noch Schönes? Ach, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Hugo gucken. Was willst du gucken? Hugo. Ah, ich wollte das nur noch mal hören, das klang so gut. Und ja, wie sieht's aus? Noch ein bisschen heute so in den Judo-Anzug hüpfen und ein bisschen rumkämpfen, nee, oder morgen. Wie? Morgen? Habt ihr Wettkampf? Nee, wir haben Vorführung. Dann machst du richtig so eine Show, machst du da? Ja. Ach, sehr stark. Hast du denn einen bunten Anzug an oder den normalen weißen? Den normalen weißen, Alter. Nee, klasse. Tobias, bis später vielleicht, ja, ne? Alles klar, ihr könnt weiter anrufen, hier bei mir hier. Und schöne Preise gewinnen. Ist ja klar, damit ich auch aus diesem Verlies rauskomme, ne? Okay, also ruft an. Tschüss, bis gleich.